Dein Selbstwert ist dein Geld wert. Das hat mir mal jemand gesagt und ich finde es ganz wichtig, wenn man dieses Ganze sich verinnerlicht, dass man feststellt, dass man viele Dinge nicht tut und vieles Geld, den Reichtum an sich nicht anzieht, weil man einfach nicht an sich glaubt und sich nicht traut, Dinge zu tun. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und wenn dich die Persönlichkeits- und Geschäftsentwicklung interessiert, dann like gerne dieses Video, abonniere meinen Kanal, setze die Glocke drunter oder klick drauf, damit du auch weiterhin Bescheid weißt, wenn ich neue Videos poste. Und schreibe gerne in die Kommentare, welche Art von Themen dich zu diesen Oberbegriffen Persönlichkeits- und Geschäftsentwicklung interessieren. Ja, bist du jemand, der gerne Dinge tut, viele Ideen hat, kreativ ist, aber leider nicht in die Umsetzung kommt, weil ihm das nötige Selbstvertrauen fehlt, weil du Minderwertigkeitskomplexe hast, weil noch irgendwelche Dinge in deinem Kopf rumschwirren, wie Sätze, ich kann das nicht, ich traue mich nicht, ich bin nicht gut genug, ich darf mir das nicht erlauben, dann ist das Video ganz genau richtig hier für dich. Und ich gebe dir jetzt ein paar Tipps, die mir auch geholfen haben, weil ich kenne diese Situation nur allzu gut. Vor noch ein paar Jahren habe ich mich nicht getraut, vor mehr als einer Person zu sprechen. Ich habe immer den Dialog gesucht. Und nie irgendwie den Multilog, sprich mit mehreren Personen in der Gruppe zu sprechen, meine Gefühle zu zeigen, meine Meinung zu sagen, ging überhaupt nicht. Und das ist ganz normal, weil das wird es uns ja auch nicht beigebracht. In der Schule werden wir gehänselt von Mitschülern, wir werden kritisiert von Lehrern, wir halten Referate. Ich zum Beispiel habe ein Referat pro Schuljahr gehalten, von meiner 5. Klasse bis zur Kollegstufe. Also wie soll man, wenn man ein Jahr ein Ding trainiert, was wichtig ist fürs zukünftige Leben, vor Leuten zu sprechen, beruflich Erfolg zu haben, seine Ideen zu präsentieren, ja, seine Gefühlswelt auch mit der Welt zu teilen, mit der Umwelt, mit den Mitmenschen. Wie soll man es schaffen, wenn man nicht trainiert? Und Übung macht bekanntlich den Meister. Daher ein paar Tricks, die du in deine Werkzeugkiste mit einpacken kannst und auch in Zukunft anwenden darfst, damit du mehr in dein Selbstwert kommst, damit du Selbstvertrauen entwickelst. Für mich ist nämlich Selbstvertrauen die Steigerung oder die nächste Stufe vom Selbstwert. Und daher, ja, werd dir mal als erster Punkt, werd dir mal bewusst, was sind eigentlich deine Stärken? Was zeichnet dich aus? Frag doch ganz einfach mal deine liebsten Menschen, deine Partnerin, deinen Partner, deine Eltern, deine Freunde, deine Verwandten. Was sind deine Stärken? Wie sehen sie deine Stärken? Und dann projiziere das Ganze mal auf deine Vergangenheit, auf deine Projekte, auf dein Leben generell. Was hat dich an deine Ziele, was hat dich an deine Vorhaben gebracht? Welche Stärken konntest du schon umsetzen? Und wo siehst du auch den Spaß drin, die Stärken umzusetzen? Sprich, es geht darum, deine Stärken zu trainieren. Ich bin Fan davon, den Fokus auf die Stärken zu legen und sich nicht auf die Schwächen zu konzentrieren, wie es leider zu oft in unserer Gesellschaft passiert, sondern immer wieder. Es gilt darum, die Stärken zu stärken, die Schwächen zu korrigieren, aber nur, wenn sie zielführend sind. Und dabei kommen wir bei den Zielen an. Ganz wichtig sind Ziele im Leben für mich, abgeleitet von den Träumen. Wie gehst du den Weg? Was setzt du dir für Ziele? Wie brichst du sie auf den Tag runter? Es geht dabei, minimalistisch zu denken. Du kannst groß träumen, aber minimalistisch und klein handeln. Das heißt, jeden Tag soll dir bewusst sein, mindestens ein Ziel, das du erreichen willst, einen Schritt weiter in Richtung deiner Träume. Und dabei geht es, ja, in dich zu gehen und zu verstehen, was bringt dich weiter, was sind die Schritte, die wertvoll sind, die dich weiterbringen in Richtung deiner Träume. Was ist, ja, der springende Punkt, damit du jeden Tag ein bisschen mehr erfolgreicher bist und dich dafür anzuerkennen und stolz darauf zu sein, ist A und O für mich von einem glücklichen, erfüllten Leben. Das wäre der Blick in die Zukunft. Jetzt als nächster Punkt ist die Vergangenheit. Schau auch immer gerne wieder in die Vergangenheit und sag dir, was du schon alles erreicht hast. Sei stolz drauf. Versuch auch zu reflektieren und zu eruieren, was sind denn die Gründe gewesen, warum du diesen Erfolg geschaffen hast. Was hast du genau gemacht? Was sind die Aktionen gewesen? Schau dir wirklich im Detail mal an. Mach dir ein Bild, schließ die Augen, geh mal in dich und sag dir, warum war ich in diesem Moment glücklich? Was hat mich dazu gebracht? Wie habe ich das Ganze manifestiert?
Was habe ich umgesetzt? Wie habe ich das gemacht? Und meiner Meinung nach, wenn du es einmal geschafft hast, warum sollst du es dann nicht nochmal ein zweites Mal schaffen? Und wenn du es für was Kleines geschafft hast, warum lässt sich das Ganze nicht auch auf was Größeres projizieren und auch umwälzen? Also schau dir mal die Vergangenheit an und sag dir nochmal genau vor oder schau dir es an, mach dir ein Bild davon, was sind die erfolgreichen, was sind die stolzen Momente gewesen in deinem Leben, die du erlebt hast und die dich auch wieder weitergebracht haben als Person. Und als letzter Punkt ist die Autosuggestion auf Deutsch, die Eigendarstellung, ja, das eigene Bildmalen. Ich nenne es als Bildmalen, dass ich mir sage, wer bin ich eigentlich? Es geht immer mit der Frage, wer bin ich? Was will ich sein? Was will ich verkörpern? Was will ich darstellen? Wie will ich auf meine Umwelt wirken? Und das Ganze auch zu begründen. Und wenn du das Ganze begründen kannst, dann sind deine Sätze, dann ist die Meinung, die du hast, die Einstellung zu dir selbst, ist dann noch viel mehr verankert in dir. Und am besten schreib dir das alles auf und dann stell dich vor den Spiegel hin, schau dir in die Augen und sag dir diese Sätze oder einen Satz für 3 Wochen, jeden Tag, morgens und abends, mindestens 10 Mal, und dadurch prägst du das Ganze ein, überschreibst deine bisher gespeicherten Sätze, deine ja, Paradigmen auch in deinem Unterbewusstsein und wirst auch dadurch zu dieser Person werden, die du sein wirst, und entsprechend fühlen und entsprechend handeln. Und letztlich kommt es immer auf das Handeln an. Und daher, ja, schreib das auf, ziehst durch, sagst dir, sprichst dir in die Augen, halt auch dabei das rechte Auge zu und schau dir nur den linken an. Schreib auch vielleicht mal mit deiner schwachen Hand. Das Ganze setzt nochmal diese kindliche Energie, diese kreative Energie frei. Und dann schreib mir gerne nochmal, wenn du das Ganze jetzt angefangen hast, in 3 Wochen, was es mit dir gemacht hat und ob du schon einen Schritt weiter bist. Und daher, ja, mein Tipp zum guten Ende ist, werde der Maler deines Lebens. Du hast die Möglichkeit, jeden Tag immer wieder die Initiative zu ergreifen und neue Chancen, deine Persönlichkeit, deine Realität zu gestalten, der Architekt deines Lebens zu werden. Und es haben schon so viele vor uns geschafft. Und warum sollst du es dann auch nicht du schaffen? Also denk dran, alles ist möglich. Du darfst nur ins Tun kommen, mit den richtigen Strategien, mit dem richtigen Prozess, der auch simpel und klar ist und der dich von deinen Vorhaben an deine Ziele führt. Weil der Weg kann manchmal steinig und lang werden. Daher gilt es wirklich, eine klare Idee zu haben, was ist zu tun, was ist zu denken, wie ist zu handeln, wie ist zu fühlen, damit du deine Ziele erreichst und dein Leben so lebst, wie es sich für dich als richtig anfühlt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Tipps haben dir gefallen. Setze gerne ein Like unter dieses Video. Abonniere auch gerne meinen Kanal. Setz die Glocke drunter, dann wirst du jedes Mal alarmiert, wenn ein neues Video von mir rauskommt. Und schreibe auch gerne in die Kommentare, ob dir diese Tipps hier weitergeholfen haben und was du auch in Zukunft gerne noch mehr erfahren willst oder beziehungsweise was du hier noch hinzuzufügen hast zu diesem Beitrag. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.